Kapitel 4. Ein unbereisbarer Ort. Also, wo soll ich denn am besten anfangen? Wie bereits vereinbart, hatten sich die Abenteurer und Morlord ins Varones Gasthaus eingefunden. Aus der Küche strömte appetitlicher Geruch herein. Die meisten der Abenteurer hatten nahezu keine Zeit in größeren Städten verbracht. Wenige Ausflüge von Funkenherz in ihrer Kindheit als einzige Ausnahme. Somit war die pure Erfahrung eines Gasthauses ihnen ziemlich fremd. Zumindest in einem Konzept, in dem die gebotene Verpflegung über simple Rohkost hinausging. Flamme erspähte auch im Augenwinkel die Quelle des Geruches, als er wieder ins Gasthaus eintrat, nachdem er sich entschuldigt hatte und kurz herausgetreten war. Der Grund des Heraustretens war bloß keiner, den er teilen würde. Immerhin hatte er sich angewöhnt, das Telitium inzwischen lieber im Geheimen einzunehmen. Also, vom reinen Wortlaut her schlage ich ja mal den Anfang vor. Ach ja, gute Idee. Also zumindest der Anfang von dem, was ich kenne. Was die beiden damals getan haben, bevor es sie in diese Gegend verschlagen hat, das wissen wir gar nicht. Damals gab es ja auch noch weniger Pokémon. Einige der Läden gab es nicht. Viridium und zwei frühere Psyana und Nachtara sind alle erst später hierher gekommen. Damals gab es hier nur ein kleineres Raststadt und eine große, öde Fläche in der Nähe, die ich so ein wenig verwaltet habe. Bis dann Latias und Latios hier aufgetaucht sind, mit dem Ziel, ein Paradies für möglichst viele Pokémon dort zu errichten. Nun, sie haben dann nebenbei eben diese leere Fläche verwandelt in einen tatsächlich sehenswerten Ort. Dadurch haben sie auch einige andere Pokémon hergelockt. Aber dieses ganze Zeug haben sie auch eher nebenbei gemacht. Hauptsächlich waren sie nämlich mit dem Reisen beschäftigt, da sie versucht haben, uns bei einer einfallenden Katastrophe zu helfen. Auch wenn wir selber gar nicht wussten, dass es eine war. Nun, auf den damaligen Reisen sind dann zu den Pokémon, die hier waren. Also primär auf Latios, Dummiesel und Emolga, die leider schon eine Weile fort sind. Auch Viridium, die alten Psyana und Nachtara gestoßen. Noch viele andere, die eher organisiert als gekämpft haben, auch. Das Ganze war in einem großen Kampf gegen ein Wesen, das sich im Zentrum vom Gletscherpalast aus allen negativen Emotionen der Welt gebildet hat. Ach, und Trikefalo haben wir auch während dem Kampf gegen die Untergebenen vom Kältekern kennengelernt. Trikefalo hatten wir vorhin ja schon erwähnt. Er ist unsere Stimme des Lebens und vor allem alles in allem ein entspannter Kerl. Und naja, ich könnte jetzt versuchen, den ganzen Verlauf des Abenteuers noch einmal wiederzugeben, aber irgendwie glaube ich kaum, dass ich nicht alles verdrehen würde. Auf jeden Fall haben es Latias und Latios am Ende in Zusammenarbeit mit unseren Freunden geschafft, den Kältekern zu zerstören und das Ende unserer Welt zu verhindern. Bevor sie sich direkt wieder daran gesetzt haben, ihr Paradies zu perfektionieren. Und nun ja, das dann eben, bis sie irgendwann an einem Morgen einfach verschwunden waren. Und wisst ihr auch wohin? Funkenherz stellt diese Frage natürlich nicht aus Unwissenheit. Nicht, da sie selber den Ort kennen wollte. Immerhin hatte sie die beiden schon getroffen. Sie kannte das Duo. Sehr gut sogar. Es ging ihr tatsächlich eher darum, ob die Einheimischen wussten, was wirklich geschehen war. Nun, nur ganz grob. Eines Tages kam der Götterbote, Darkrai, in unsere Stadt und hat uns informiert, dass sie anscheinend in einem anderen Weltenbaum gelandet sind. Bei Omegon, der auch schuld an der Lage unserer Welt ist. Also, es geht ihnen auf jeden Fall gut, das kann ich euch versprechen. Omegon hat sie und die Helden aus den Weltenbäumen des Forstes, des Lunaren und der Schatten alle gestohlen und wiedergeboren werden lassen. Sie haben euch zu seinen eigenen Kämpfern gemacht. Die Helden, die dann dort versammelt waren, haben sich mit all den Kämpfern aus Omegons eigenem Weltenbaum zusammengetan.
Ich weiß das alles, weil ich selber auch zu dieser Gruppe gehört habe. Vor allem, weil meine Eltern einfach dort waren. Sag bloß, du kennst Latias und Latias, Luxio. Und sie sind wohl auf. Aber wenn du sie denn kennst, weshalb musstet ihr denn dann überhaupt über sie nachfragen? Dadurch, dass sie in Omegons Weltenbaum wiedergeboren wurden, haben sie alle Erinnerungen an ihr Leben hier verloren. Deswegen konnten sie uns nicht davon erzählen, was sie hier getan haben. Sie wussten nicht einmal, dass sie überhaupt aus einer anderen Welt stammen. Sie haben es nur einmal gehört, von Darkrai. Und weil wir Omegon geglaubt haben, sahen wir Darkrai als Feind und haben seine Worte für Lügen gehalten. Ich wurde selber erst vor wenigen Wochen davon überzeugt, dass das alles wahr ist. Also, ich muss schon zugeben, das alles klingt doch recht unglaubwürdig. Aber es ist wahr! Ich sage nur, dass es unglaubwürdig klingt. Nicht, dass ich es nicht glaube. Aber was heißt denn das jetzt für eure jetzige Reise? Ihr seid doch diejenigen, die unsere Weltenbäume retten sollen. Müsstet ihr euch da nicht gegen Omegon stellen? Ja, auch wenn ich im Kampf gegen Vylas dabei war. Jetzt, wo ich weiß, dass Omegon der Böse ist, kann ich doch nicht nichts tun. Auch wenn es heißt, dass wofür ich früher stand, umsonst war. Und ich werde versuchen, auch Latias und Latios davon zu überzeugen und alle anderen, die mit ihnen kämpfen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann bin ich auch bereit, mich gegen sie zu stellen. Flamme hatte stark den Eindruck, dass der Einheimische versuchte, irgendwie beteiligt rüberzukommen. Obwohl er eigentlich nicht wirklich so eine Ahnung hatte, worum es überhaupt ging. Also alles wie immer. Wieso gab es denn so wenige Pokémon, die einfach mal bereit waren zu sagen, was sie dachten? Stattdessen mussten sie alle heucheln. Weshalb denn? Sollte es freundlich wirken oder sowas? Nun, das ist eine sehr verzwickte Situation. Und eine, in der ich euch nicht helfen kann. Ich hoffe, du wirst nach Tarantiana bald Erfolg haben. Damit wir euch zumindest auf dem Weg etwas helfen können. Da war er nicht der Einzige. Aber erwarten tat eigentlich niemand in der Gruppe der Reisenden etwas. Nachtara hatte deutlich genug angedeutet, dass es bis in die Nacht dauern würde und dass eine Verschnellerung des Prozesses wohl eher außer Frage stand. Und naja, beinahe mussten sie ja sogar froh darüber sein. Wenn es kürzer dauern würde, hätten sie nämlich keine Zeit mehr zum Essen. Und ja, es war genau wie bereits erwartet. Erst in der Nacht trafen die Pokémon und die Einheimischen wieder auf dem Hauptplatz der Stadt zusammen. Die ewige Arbeit hatte offensichtlich keine Früchte getragen, sondern einfach nur die Zeit eingenommen, bis diese Magna-Karten wieder funktionsfähig waren. Also, auch wenn es etwas gedauert hat, die Karten sind wieder bereit. Seid ihr es auch? Muss ja. Ob die Einstellung euch weit bringt, hinterfrage ich mal enorm. Aber egal. Wir bringen euch dann in den Gletscherpalast. Dort irgendwo solltet ihr Trikefalo treffen. Er ist, sagen wir mal, schwer zu übersehen. Wenn ihr einen dreiköpfigen Drachen seht, der zwei Köpfe hat, die bloß Arme sind, dann habt ihr ihn. Das klang doch eher unverwechselbar. Abgesehen davon, dass sich in diesem Gletscherpalast, der anscheinend ja irgendwo im Nirgendwo lag, kaum Unmengen an Pokémon aufhalten würden. Während dieser wenigen Worte war Psyana damit beschäftigt, vier eigenartig aussehende Karten in einem seltsamen Muster auszulegen. Aber funktionieren tat es wohl, denn ein mysteriöser roter Kreis erschien auf dem Boden. Also dann, tretet in den Kreis, ihr vier. Und der Rest hält sich gefälligst fern. Wie immer. Gesagt, getan. Nur die Abenteurer,
wenn auch etwas unsicher gegenüber dieser unbekannten Kraft, standen immer noch in diesem Regen. Also dann, gute Reise und viel Erfolg. Mit diesem Abschied wurde das Licht heller und heller, bis es schließlich wieder abebbte. Und nun, der Gletscherpalast war doch sehr anders, als sich Flamme ihn vorgestellt hatte. Oder wenn man es weniger zynisch ausdrücken wollte, nach dem Verebben des Lichtes standen sie alle vier immer noch in Raststadt. Nicht schon wieder sowas. Haben die Dinger nicht vorhin bei Trikefalo erst Probleme gemacht? Entschuldigt das bitte, ihr vier. Wir gucken uns das nochmal an. Nun, das stimmte. Angucken taten sich die Karten nochmal. Schoben millimeterweise an ihnen herum. Ließen das Licht mehrfach aufflackern und wieder schwinden. Jetzt macht schon. Vorhin haben wir sie doch auch noch zum Laufen gebracht. Ist irgendetwas an ihnen kaputt? Ich wüsste nicht was. Sie haben ihre Bemalungen, die Kristalle, keine Risse, sie haben... Aha! Weshalb diese Pause? War dem Pokémon etwa doch was aufgefallen, das fehlte? Anstatt weiterzusprechen, wandte der Psychotyp seinen Blick auf das Gras, auf welchem die Karten lagen, riss einen der nahezu steinernen, pechschwarzen Halme aus dem Boden. Die Lebensenergie nach Tara. Die Karten funktionieren mit Lebensenergie. Deswegen waren sie auch vorhin schon so schwach. Die Welt hat nicht mehr die nötige Kraft, damit die Karten sie aufnehmen und nutzen können. Zu wenig Lebensenergie für Magna-Karten. Ist das möglich? Aber wenn es stimmt, was zur Hölle machen wir dann? Und einmal wieder, was ist das Problem? Simpel gesagt, die Karten nutzen die Kraft, die der Welt innewohnt, um Reisen zu ermöglichen. Aber durch Omegon stirbt unsere Welt. Und ihr wohnt nicht mehr genug Kraft inne, um die Karten zu aktivieren. Heißt, sie funktionieren nicht mehr. Und wie kann man das fixen? Wir haben nicht ewig Zeit, wisst ihr? Wenn wir recht haben, dann kann man da nichts ändern, bis unsere Welt wieder Lebensenergie gewonnen hat. Und das wird nicht geschehen, solange Omegon Macht hat. Da hatte Flammes Fehler gelegen. Darin, dass er erwartet hatte, dass irgendwann auf dieser Reise auch mal eine gottverdammte Sache funktionieren würde. Ja toll, dabei können wir euch nicht helfen. Dabei kann euch keiner helfen, wenn ihr die scheiß Karten nicht zum Laufen bekommt. Was sollen wir eurer Meinung nach dann jetzt tun? Wenn die Karten wirklich nicht funktionieren, der Gletscherpalast ist zu Fuß eigentlich unerreichbar. Und deswegen ohne sie überhaupt nicht. Aber ich schätze, ein Versuch dazu wäre dann doch die einzige Chance. Du willst sie zu Fuß losschicken. Du weißt doch selber, dass man die Schluchten um den Palast weder durch noch überqueren kann. Was genau soll so eine Reise also bringen? Nun ja, nichts zu ist keine Alternative, oder? Und wann waren wir zum letzten Mal in der Nähe vom Gletscherpalast? Gerade im Moment verändert sich die Landschaft in unserer Welt doch dauerhaft. Und wenn nur in Aspekten. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sind ja auch die Schluchten irgendwie von dem Wandel beeinflusst. In irgendeiner Form, durch die sie passierbar werden. Oder vielleicht hat Kyurem tatsächlich mal einen Weg geschaffen. So oder so, wir können Trikefalo wohl kaum erreichen, also müssen sie zu ihm. Also verstehe ich das gerade richtig. Eure tollen Karten da funktionieren nicht mehr. Deswegen ist unsere einzige Option jetzt eine Ewigkeit ins Irgendwo zu wandern, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir am Ende da eh nicht weiterkommen, weil unsere einzige Chance dafür ein wortwörtliches Wunder wäre.
Es tut uns leid, wir wollen doch selber helfen. Aber wir sind machtlos ohne die Magna-Karten. Das Einzige, was für uns noch möglich wäre, wäre, euch selbst zum Palast zu begleiten. Wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand von uns euch dabei nicht mindestens im Reisetempo eher belasten als helfen würde. Das heißt, wenn ihr nicht auf die Variante von gerade besteht, können wir euch noch eine Landkarte und unsere besten Wünsche mitgeben. Und das bringt uns was? Eine Landkarte macht keine Wege passierbar. Und gute Wünsche sind Schall, der im Wind erstickt. Beschwerden bringen uns auch nicht mehr ans Ziel, Flamme. Also gut, dann nehmen wir eine Landkarte und machen uns auf die Reise. Wie lange wird uns der Weg denn kosten? In unseren besten Zeiten haben wir zu den Schluchten und den Palast etwas mehr als 3 Tage gebraucht. Ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, aber ich würde bei euch mit Ähnlichem rechnen. Und ihr glaubt nicht, dass Trekifalo bis dahin vielleicht merkt, dass da etwas schief läuft? Nein, wir haben erfahren, dass ihr bald kommt. Das ist nicht gerade eindeutig. Nun, immerhin war es nichts Außergewöhnliches. Es war alles wie immer. Nicht ein kleiner Teilschritt. Nicht eine Hürde auf der Reise sollte jemals überwindbar wirken.